Hallo im Küchengarten. Stellt euch vor, heute geht es doch tatsächlich hinaus in den Garten, denn ich habe einiges zu zeigen. Willkommen zum Gartenrundgang im Februar 2024. Los geht's! Heute ist nämlich ein richtig schöner, milder Tag und da dachte ich mir, ich schaue mal im Garten nach dem Rechten, wie meine Herbstbepflanzung gewachsen ist und zeige euch dabei gleich, wie es hier so aussieht. Schaut mal hier in Hochbeet Nummer 2, da habe ich nämlich im Herbst dicke Bohnen gesteckt. Da wollte ich das Experiment mal starten, dass ich die über den Winter drinnen lasse. Und ich kann euch sagen, kommt mal ran, da zeigt sich tatsächlich was und schaut ganz frisch und knackig aus. Es ist nicht alles aufgegangen oder noch nicht oder abgenagt. Ui, da sehe ich gerade, irgendwer hat was abgenagt. Gut, damit muss man rechnen. Ich habe gehört, dass die Vögel natürlich ganz scharf sind auf so frisches Grün im zeitigen Frühjahr. Ist auch okay, damit kann ich leben, aber finde ich toll, dass hier schon was sprießt. Ich lasse ja hier auf unserem Sitzplatz immer die Blätter der Platane liegen. Erstens, damit Nützlinge sich drunter verstecken können und zweitens, weil ich die Blätter nach und nach im Entenauslauf als Mulch verwende. Und jetzt, wo so schönes Wetter ist, lieben es die Enten da drinnen herumzuschnäbeln und nach Kleingetier zu suchen. Hier in unserem Vorgarten, neben dem Entenauslauf, seht ihr meine 4 Maibeeren. Und die fangen tatsächlich jetzt schon an auszutreiben, weil das ist die allererste Beere in diesem Jahr, die dann zum Essen ist. Also die sind tatsächlich im Mai dann schon zu essen, schön herb. Und es gibt wirklich wunderschöne Sträucher. Und auch hier seht ihr, dass ich überall die Blätter liegen habe lassen. Vielleicht nicht ganz zur Freude meiner Nachbarn, aber zur Freude des Bodens, weil er ist bedeckt und zur Freude der Tierwelt. Hier in meiner Zinkbadewanne habe ich im Herbst recht spät sogar, also das war sicher Ende Oktober, habe ich Winterlauch ausgepflanzt und der überraschenderweise, ich habe echt Angst gehabt, dass der nicht kommt, ist der wirklich angewachsen und bildet jetzt auch schon schön kräftige lange Hälse. Da freue ich mich dann auf eine Ernte. Also das ist immer großartig, wenn man nach dem Winter dann auf einmal rechtzeitig im Frühjahr etwas ernten kann. Mein Heidelbeerbeet ist auch schon in den Startlöchern. Da habe ich mir ja letztes Jahr im Herbst die Mühe gemacht und all meine Heidelbeersträucher in große Bottiche gesetzt, alles aus dem Boden raus. Denn obwohl ich hier eigentlich zuvor große Löcher ausgehoben hatte und sie mit saurer Erde gefüllt, sind sie nicht gut gewachsen. Ich glaube, die Kalkeinschwemmung war trotzdem zu hoch und deswegen ziehe ich jetzt meine Heidelbeersträucher in Kübeln, in Containern. Was Ihnen richtig gut gefällt. Mein Erdbeerbeet ist auch noch mehr oder weniger im Winterschlaf. Da muss ich noch ein bisschen die alten Blätter ausputzen. Der Knoblauch dazwischen wächst aber sehr gut. Und ich rechne damit, dass das Beet dieses Jahr dann schon komplett voll ist mit den Pflanzen. Hier zum Eingang des Küchengartens. Also dahinter habe ich ja meine Himbeersträucher, eine Two-Timer, also die trägt an den diesjährigen und an den letztjährigen Trieben. Die muss ich jetzt aber dann ziemlich bald zurückschneiden, damit das klappt. Aber was ich hier gesehen habe, es war ja in den letzten Tagen so extrem frühlingshaftes Wetter, die Temperaturen waren so warm. Jetzt treibt doch tatsächlich hier so ein Trieb jetzt schon aus und bildet hier sogar eine kleine Blüte. Also die Natur spielt manchmal wirklich verrückt. Und hier im Beet vor meinem Küchengarten habe ich doch tatsächlich noch ein paar rote Rüben gefunden, die es nicht mehr auf unseren Teller geschafft haben. Sind sogar fest, nicht muschig, bis auf die ist hinüber. Aber die sind noch fest. Da kann ich mir jetzt überlegen, ob wir die selber essen oder ob ich sie meinen Degus zum Essen gebe. Vor allem hier das zarte Grün. Die freuen sich im Winter natürlich auch, wenn sie was aus dem Garten kriegen. Hier im Küchengarten habe ich letztes Jahr ganz frisch auf der Mauer 2 so neue Beete angelegt. In dem dort hinten waren ja meine
Paprikapflanzen drin. Da gibt es ein Video dazu, wie ich die für die Überwinterung fertig gemacht habe. Da seht ihr auch, das ist recht abgefallen. Das muss ich jetzt dann noch mit frischem Kompost auffüllen. Aber das rechte hier daneben, das sind auch wieder dicke Bohnen. Eine andere Sorte als in Hochbeet Nummer 2. Und zwar sind das wirklich spezielle winterdicke Bohnen. Und ich hätte nicht gedacht, dass da doch so ein Unterschied besteht. Aber schaut euch mal an, wie toll und kräftig die schon wachsen im Gegensatz zu den anderen im vorigen Beet. Hier am Sichtschutz habe ich im Herbst 2 neue Johannisbeeren gepflanzt. Da hatte ich hier hinten schon viele Jahre eine weiße Johannisbeere stehen und ich wollte ein bisschen Vielfalt. Das eine ist eine roséfarbige und das andere eine schwarze. Die Pflege ist ein bisschen anders, aber Johannisbeeren sind wahnsinnig dankbar und auf Kuchen oder zur Marmelade kann man die wunderbar verwenden. Die Vögel lieben sie auch, muss ich sagen, aber ich teile gerne. Und die fängt jetzt auch schon an, langsam auszutreiben. Und gleich dahinter seht ihr meinen traumhaften Brombeerstrauch. Oder besser gesagt, was von ihm übrig geblieben ist jetzt im Winter. Da habe ich alles stehen lassen dieses Jahr, aber die alten Zweige werde ich jetzt auch bald zurückschneiden, damit die neuen Triebe, die natürlich schon gewachsen sind, dann genug Platz haben, um sich zu entfalten. Und auch wenn es mir wenige glauben, aber das ist tatsächlich immer nur eine einzige Pflanze gewesen, aber die ist so stark, so kräftig und ich ernte kiloweise Brombeeren von dieser Pflanze. Richtig traumhaft. Und ich lasse sie hier oben drüber wachsen und so spare ich mir auch einiges am Platz und habe trotzdem im Kleingarten eine schöne Ernte. Wenn wir hier den Rundumblick durch meine Küchengartenbeete machen, dann seht ihr überall die grünen Schneckenkrägen. Und dort habe ich überall im Herbst selbstgezogenen Winterkaffiol-Blumenkohl gesetzt. Und zwar ist das die Sorte Eskimo. Die haben all die Temperaturen wunderbar überlebt. Man sieht, bei den äußeren Blättern ist dann doch teilweise von Schnecken angefressen worden. Das war wahrscheinlich noch im Herbst, weil die über den Schneckenkragen drüber gewachsen sind. Aber wenn ich mich jetzt dann aufmache, um diesen Garten aus dem Winterschlaf zu holen und die Blätter entferne, Dünger gebe, schön abmulche, dann werden die wunderbar wachsen und ich kann schon im Mai meinen ersten eigenen geernteten Blumenkohl essen. Eine der nächsten großen Arbeiten, wie ihr hier seht, zwischen den Beeten, wird das Auffüllen der Holzhackschnitzel sein. Das ist alles recht ineinander gefallen und gewachsen und er ist doch super praktisch, wenn man dazwischen läuft, dass nicht immer alles schlammig ist. Mein Rosmarin, dieses Jahr auch wunderbar über den Winter gekommen, der war ja wirklich sehr mild, da waren überhaupt keine Probleme. Und hinter dem Rosmarin in dem Beet, habe ich gesehen, sind einige kleine Knoblauchpflanzen aufgegangen, wo ich anscheinend im letzten Jahr vergessen habe zu ernten. Und die kommen jetzt schön durch. Hier hinten seht ihr ja das Gewächshaus. Rechts daneben mein wunderschönes Holzwasserfass. Das hat irgendwie den Winter nicht überlebt, ist jetzt total undicht. Deswegen habe ich daneben jetzt auch so ein blaues Plastikfass. Und hier davor hatte ich sonst immer einen kräftig gewachsenen Säulenapfelbaum. Der ist schon 10 Jahre alt gewesen, hat noch nie eine einzige Frucht getragen. Also musste er jetzt leider weichen und ich habe mir einen neuen bestellt. Da verändern sich die Züchtungen ja auch immer weiter und da hoffe ich mir, dass das jetzt wirklich besser klappt. Und zwar ist ja nicht einmal ein Apfelbaum, sondern eine Säulenpflaume. Ernte sollte Ende Juli bis Mitte August sein. Bis jetzt ist das noch ganz klein, aber er hat den Winter überlebt, ist gut angewachsen. Ich sehe hier oben schon die Triebspitze. Freue ich mich sehr drauf. Und jetzt schauen wir hier mal in mein Frühbeet, was da denn so drinnen ist. Da schaut es gar nicht so schlecht aus, zumindest grün. Da ist Salat drinnen und rote Rüben, die im Herbst noch, also die rote Rübe war im Herbst einfach noch viel zu klein zum Ernten, dann habe ich sie einfach drin gelassen
Die sind ganz gut beieinander noch, sind nicht weiter gewachsen natürlich. Genauso wie der Salat, das ist Wintersalat, dem ich, oh, der Freund freut sich natürlich auch, sind überall. Jetzt, wenn es so warm ist, natürlich auch schon aktiv. Und da in meinem Frühbeet ist es auch schon mollig warm und es gibt frisches Grün. Sapperlot. Den Salat habe ich im Herbst ausgepflanzt, ist natürlich jetzt in der Kälte nicht weitergewachsen. Aber jetzt, sobald die ersten wärmeren Tage kommen, wird der schön Gas geben und ich werde schon ernten können. Ja, da drin geht es ja sogar ab. Der Vogelsalat, also Feldsalat, ist hier am Loslegen, rundum. Dann hatte ich hier drin noch Sellerie reingesetzt, der draußen überhaupt nicht gewachsen ist und er war mir zu schade zum Wegwerfen. Aber hier ist er jetzt auch nicht weiter gewachsen. Dann blüht er vielleicht wenigstens und ich habe Samen, auch nicht schlecht. Da fällt mir auf, ich sollte hier vielleicht mal gießen, obwohl geht eigentlich Boden noch feucht. Und hier oben habe ich ja meine Salatwanne, mein Experiment. Oh, dieser Mizuna schaut ja richtig gut aus. Und ein paar neue Naturpflanzen, die es nicht geschafft haben ins Beet im Herbst, habe ich mir gedacht, ich stelle die hier rein, hoffe, dass sie überleben und setze sie jetzt im Frühling in mein Beet. Oh, aber schaut mal, was ich da gefunden habe. Ja klar, da machen sich jetzt die Läuse breit. Hier seht ihr ja meine Bienenwand. Da gibt es ja auch ein ganzes Video dazu. Dieses Jahr möchte ich noch mehr Nisthilfen hier an der Wand aufhängen. Ansonsten habe ich wirklich alles, was hier in der Rabatte zu unterst gewachsen ist, stehen lassen. Also das schaut momentan wirklich noch aus wie Kraut und Rüben, aber ich wollte alles stehen lassen, um den Insekten Unterschlupf zu bieten. Und erst wenn es nicht mehr so kalt ist, fange ich dann an, hier zu roden und die Sträucher zurückzuschneiden. Hier in Hochbeet Nummer 1, was hier oben auf der Terrasse bei unserem Sitzblatt steht, habe ich Wirsing im Herbst gepflanzt. Der sieht auch wunderschön aus. Der bildet hier drinnen sogar schon Köpfe. Hat den ganzen Winter wunderbar überstanden. Die Blätter, die hier abgenagt sind, kann man einfach abnehmen. Wenn sie nicht ganz so schlimm ausschauen, verfüttere ich sie immer den Enten oder Hühnern. Und dazwischen wächst auch wieder Feldsalat. Und hier hinten das traurige, ja, wie nenne ich das? Die traurige Stätte sind auch noch Knollensellerie, aber die sind wunderbar noch. Da ist nichts matschig. Die waren halt alle noch so klein. Mit Knollensellerie habe ich irgendwie kein Glück. Dabei dünge ich wie ein Narrischer. Ich glaube, die brauchen mehr Sonne. Also entweder ernte ich die jetzt selber oder ich lasse sie in die Blüte gehen. Mal schauen. Hier auf der Terrasse habe ich ja dieses Holzhochbeet. Da habe ich im Herbst so eine Wintersalatmischung ausgesät. Und also das war so eine Asiasalatmischung, das ist super gekommen, da haben wir auch schon ein paar Mal davon geerntet und unsere Sandwiches, Burgers oder Salate ein bisschen aufgepeppt. Ich gieße hier natürlich regelmäßig, weil es unter Dach ist. Auch Petersilie habe ich hier drin noch stehen, die jetzt langsam wieder austreibt. Und Gott sei Dank mein Schnittknoblauch, der ist nämlich etwas empfindlich und der treibt jetzt hier auch schon aus, habe ich gesehen. Da bin ich ganz glücklich, weil das ist immer recht früh eine Delikatesse, die wir gerne in unseren Pfannen und auf unseren Brötchen genießen. Das Steinhochbeet, das mir mein Sohn letztes Jahr gebaut hat, haben wir zwar im Herbst nach dem Abernten komplett bodeneben aufgefüllt, aber ihr seht, das ist über den Winter noch mal so stark abgesackt, da werde ich noch mal auffüllen müssen. Und ich glaube, es lebt etwas drinnen. Schaut euch mal hier die Gänge an. Bis jetzt hatten wir noch nie Probleme mit Wühlmäusen oder Ähnlichem, weil wir hier in einem recht dicht besiedelten Gebiet wohnen. Aber das heißt ja bekanntlich nichts.
Und hier hinter dem Sichtschutz, seht ihr hier das Netz? Hier findet zurzeit die Vergrößerung des Hühnerauslaufes statt. Da werden sich meine Bibis sehr freuen. Da sind meine Männer fleißig am Arbeiten, das ist bald fertig. Schauen wir jetzt mal nach draußen, nach New Bedland. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Hier musste ein Beet weichen, weil hier kommt ein schöner großer Hühnerstall hin. Dann hier hinten seht ihr noch die Reste meines Federkohls. Da füttere ich immer mal wieder den Hühnern. Der hat hier überwintert. Daneben noch Mangold, der jetzt wieder neu austreibt. Ist ja eigentlich auch winterhart, wenn der Winter nicht zu stark ist. Da kommt eine Stockrose hoch. Und hier hinten in den Beeten seht ihr Knoblauch in verschiedensten Varianten, habe ich den eingepflanzt. Der kommt jetzt auch schon ganz schön, freue ich mich riesig. Hier ein Teefenchel, habe ich extra für die Schmetterlinge gepflanzt. Und hier ist unsere Vogelfutterstation. Und wenn man dann hier schwenkt, seht ihr das Reich der Hühner. Selbst gebaut von meinen Männern, bin ich ganz stolz, sind sie ganz stolz. Und da schauen sie schon, ja ganz frech, meine herzige Bande. Also ihr seht, es gibt einiges zu tun. Ihr werdet miterleben, wie sich mein Garten über die nächsten Wochen und Monate verändert, was sich hier tut. Und wie er zu seiner wunderbaren Pracht erblüht. Das ist für mich persönlich immer ein wahnsinniges Erlebnis, wenn ich sehe, wie er jetzt ausschaut, eher trist, grau, matschig und traurig. Und sobald der Frühling kommt, geht's hier los und er wird grün und saftig und es blüht und fliegt und summt. Das ist jedes Jahr wieder spannend für mich. Gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Gartenarbeiten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!